Hallo und herzlich willkommen bei den Thai Travel Friends. Heute bringen wir ein kurzes Just Drive Video von der Insel Koh Kut. Dies wurde aufgenommen im Dezember 2023 und wir werden ein paar Infos dort einbauen. Wir wünschen viel Spaß mit dem Video. Wir starten unsere Aufnahme hier etwas außerhalb des Sifa Ressorts und fahren zunächst in Richtung des Ban Klong Hin Dam. Dies ist einer der Hauptorte der Insel Koh Kut. Hier sind unter anderem die Amphoe-Verwaltung, eine Schule, ein Stadion, das Krankenhaus, die Naturschutzbehörde, die Polizei und die Elektrizitätsverwaltung angesiedelt. Es gibt darüber hinaus Shops, eine Tankstelle und auch Restaurants. Hier links sieht man das Stadion mit seinem Ballrückhaltezaun. Vor dem Stadion an der Hauptstraße befindet sich ein typisches Thai-Restaurant, welches unter anderem leckere Suppen anbietet. Und wir biegen hier nach rechts ab und an der Straßenmarkierung erkennt man schon, dass es sich hier um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Dies liegt daran, dass rechts von uns eine Schule sich befindet. Und gleich hier links geht's zum Restaurant The Fisherman's Hut, wo wir mehrfach zum Dinner eingekehrt sind. Ganz lecker dort. Wir verlassen jetzt Ban Klong Hin Dam und wie ihr hier seht, sind auch außerhalb noch Shops, Laundry, Restaurants und Motorbike Repair Shops etc. angesiedelt. An dieser Stelle ein paar Anmerkungen zum Motorbikefahren auf Koh Kut. Wie ihr seht, ist das vollkommen entspannt hier. Man heizt hier nicht durch die Gegend. Meiste bin ich so zwischen 30, 40, selten mal 50 km/h gefahren. Und der Verkehr verläuft sich hier. Innerhalb fährt man sowieso vorsichtig. Kann ja immer mal jemand einbiegen oder ähnliches. Ja, zum Motorbike selbst. Wir haben im Sifa-Ressort unser Motorbike gemietet. Sollte zunächst 350 Baht pro Tag kommen, was so 9 Euro in etwa sind. Wir konnten dort verhandeln. Aufgrund unseres Aufenthaltes von 14 Tagen haben wir dann dort 280 Baht pro Tag bezahlt. Immer noch teuer, klar. Wir haben es aber auch jeden Tag genutzt und sind da mehrere hundert Kilometer über die Insel gedüst. Was ich jedem empfehlen möchte, ist wirklich eine Brille aufzusetzen. Tagsüber Sonnenbrille ist natürlich einfach. Da ich selber Brillenträger bin, für mich okay, abends dann mit der normalen Brille zu fahren. Ich lasse euch jetzt kurze Zeit allein und ich melde mich wieder, wenn wir Ban Klong Chau erreichen.
Wir erreichen nun Ban Klong Chau, einem der Touristenorte hier auf Kukut. Neben den Hotels und Resorts gibt es hier Shops, Restaurants, Cafés, Bars und eine Pharmazie. Natürlich muss der malerische Klong Chau Beach und der Wasserfall hier erwähnt werden. Hier biegen wir nach rechts ab und kommen nach wenigen hundert Metern zum öffentlichen Parkplatz am Klong Chau Beach. Hier links ist das Chayo Restaurant, das beste Pad Thai, was man hier bekommen kann. Wir erreichen nun unser eigentliches Ziel, die TTP Laundry and Shop. Ja, hier haben wir unsere Wäsche abgegeben, unbezahlte Werbung an der Stelle, Top Service. Nichts vergilbt, etc. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Schaut mal wieder rein. Lasst ein Like da, gegebenenfalls ein Abo. Ja, und bis zum nächsten Video.